Herzlich willkommen zu meiner Kurzreihe über die Arbeiten mit dem Arduino. Heute zeige ich Ihnen eine einfache Installation mit dem Nokia 5110 Display. Dieser kleine Bildschirm ist für wenig Geld zu bekommen und ist doch sehr interessant. Ich habe meine Exemplare beim Chinesen eingekauft. Einen Link dazu habe ich in der Videobeschreibung unten aufgeführt. Das Monochrom-Display mit einer Auflösung von 84x48 Pixel kann Grafik und Text anzeigen und ist mit 8 Verbindungen an ein Arduino anzuschließen. Die Hintergrundbeleuchtung wird mit der Verbindung Light an Pin 7 am Display zu Ground am Arduino eingeschaltet. Soll die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet werden, wird einfach dieser Stecker wieder abgezogen. Dadurch spart das Display noch mehr Leistung. Und hier noch einmal der ganze Aufbau in einem Fritzing-Sketch. Die von mir gewählten Drahtfarben entsprechen den Farben meines Aufbaus und folgen nicht gewohnten Konventionen. Zum Betrieb des Nokia 5110 Bildschirms sind entsprechende Bibliotheken erforderlich. Es gibt außer den von mir vorgestellten Bibliotheken noch weitere Dateien, wie zum Beispiel das ausgezeichnete Paket von Adafruit. Ich konzentriere mich auf die Bibliotheken von Henning Carlsen. Den Link zu dieser Webseite habe ich auch in der Videobeschreibung unten angegeben. Von der Webseite lade ich dann als erstes die BASIC-Bibliothek herunter. Diese ZIP-Datei kann man dann leicht in den Arduino IDE Editor einbinden. Dann lade ich auch noch die vorhandene Graph-Bibliothek auf meinen Computer und binde sie genauso ein. Nun kann ich meinen Nokia 5110 Bildschirm entsprechend ansteuern. Zuerst überprüfe ich, ob die Bibliotheken eingebunden sind. Dazu gehe ich in die Bibliotheksverwaltung und suche die neu eingebundenen Bibliotheken. Mit LCD 5110 sollte es eigentlich ganz gut funktionieren. Und hier sind auch schon die beiden installiert. Dann suche ich unter den Beispielen. Und zwar zuerst das Demo für die Basic oder Basic-Installation. Dabei muss ich eine PIN-Zuordnung ändern, und zwar PIN 11 und PIN 12. Dabei wird PIN 11 zu PIN 12 und PIN 12 zu PIN 11. Auch hier mache ich das noch einmal und dann wäre die Datei fertig zum Kompilieren. Das mache ich nun. Lade die Datei herunter. Und auf dem Bildschirm sollte etwas zu sehen sein.
Hier habe ich schon das Beispiel für die Graphbibliothek heruntergeladen. Nun muss auch hier die PIN-Folge geändert werden. PIN 11 zu PIN 12, PIN 12 zu PIN 11. Fertig zum Download und dann ein Blick auf den Bildschirm. Danke fürs Zuschauen und Ihre Geduld. Wenn Ihnen mein Beitrag gefallen hat, dann geben Sie mir doch bitte einen Daumen hoch. Und wenn Ihnen meine Arbeit gefällt, abonnieren Sie doch meinen Kanal. Tschüss und Salü aus dem Saarland.